Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Fahrradfreunde, und willkommen wieder in Liberec. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, also wir sind wieder hier, und heute fahren wir zu Ende die Tour, die wir uns vorgenommen hattest. Das heißt, von hier bis zur Neißequelle. Es sind nur 25 Kilometer, habe gefühlt mit so vielen Höhenmeter wie der Everest. Und unser Zustand ist ein bisschen, also nicht optimal, sage ich, nach gestern. Also der Plan, von hier dann nach Dresden zu fahren, ist leider geplatzt. Wir schaffen es nicht rechtzeitig und vor allem wollten wir um 4 aufstehen, was auch nicht geklappt hat. Wir sind um 7:30 aufgestanden und jetzt ist 9:19 Uhr, also keine gute Uhrzeit, um eine große Tour zu starten. Also mein Fahrrad hat sich auch ausgeruht. Wir waren hier in diesem schönen Gartenhaus, also wirklich nett. Und die Landschaft hier ist bei weitem top auch. Heute haben wir Glück mit dem Wetter. Wolfmeschungstempel ist wieder am Start und ja, bereit. Und mein Fahrrad wollte sehr schön vorfahren, war gestern noch gar nicht geschafft, aber ich musste hier bleiben. Gut, perfekt. Dann sind wir alle vier ready und wir fahren gleich los. Ich melde mich später auf der Tour. Kommt alle mit und mich. Kette links. Kette links, genau. Jetzt. Also die Ausschilderung ist hier in Tschechien für Fahrradwege, also lässt viele Wünsche offen, muss ich sagen. Es gibt nur eine Zahl und man muss die Zahl kennen und überhaupt, also es ist nicht überall ausgeschildert, man muss einfach Glück haben. Deswegen ist ein Navi absolut erforderlich. Gestern sind wir der Route 14 gefolgt, heute diese 3036. Also die Landschaft bleibt wie immer atemberaubend. So, jetzt nur ein paar Kilometer gemacht, wir fahren weiter. Jetzt hat sich die Zahl des Radwegs wieder geändert, es ist 3038, also das ist sowieso das Symbol des nächsten Radwegs. Weiter geht's. Wer weiß, was dieses Schild heißt? Wenn ich in einem fremden Land bin, finde ich immer schade, wenn ich die Sprache nicht kenne. Ja, ich fühle mich wirklich im Ausland. Aber also in Polen auch kenne ich die Sprache gar nicht, aber irgendwie ist das Land mir vertraut. Ich bin schon da oft gewesen, aber hier ist wirklich wie ein neues Land. Cool. From some place up above, somehow knowing
Der Weg geht weiter, wunderschön, wunderschöne Landschaft und auch ziemlich, ziemlich abwechslungsreich. Wir sind fast an der Hälfte, 12 Kilometer. Wir müssen 25 machen bis zur Quelle. Es ist wunderschön. Das Einzige heute ist die Hitze. Heute ist es wirklich unerträglich. Und ja, und wenn man bergab fährt, ist es total kalt, also ganz unangenehm. Und vor allem heute haben wir fast nicht gefrühstückt, das ist ein großes Problem. Aber hier gibt es einfach nichts, also nur dieser Laden gestern, wo wir kurz eingekauft haben vor der Ankunft. Aber sonst, ich frage mich, wo alle Leute hier einkaufen gehen. Sie müssen nach Prag fahren und zurück. Es gibt nichts. Schade. Ich hoffe, dass ich mit Riegel weiter überlebe. Jablonec an der Neiße reicht. Also jetzt fehlen, ich glaube, nur 8-9 Kilometer. Da ist Gablonz. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das sind die Höhenmeter und wir sind praktisch hier. Also wir sind fast auf dem höchsten Punkt und ja, dann geht es bergab. Ja. Nova West ist unser Ziel. Und Kramenmizi ist die nice Quelle. Nova West erreicht. Geschafft, da ist die Quelle. Ja. Unglaublich, also wir haben es geschafft. Ich bin mega, mega gespannt. Das ist nicht nur die nice Quelle, aber es ist der allererste Anfang meines Lieblingsradwegs vielleicht, von dem Oder-Neiße Radweg. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier bis zur Quelle in Tschechien, nach Tschechien fahren kann. Ich freue mich total. Also ja, auch mein Fahrrad freut sich. Es ist auch sein Lieblingsradweg, wie gesagt. Und ja, also es ist ein sehr abwechslungsreicher Radweg, also in Tschechien, in Deutschland. Also hier, also zeichnet sich der Weg aus wegen der Anstiege und der tolle Landschaft und gut asphaltierte Straße, muss ich sagen, entgegen meinen Erwartungen. Ich dachte, die Straßen sind schlecht, aber sie sind schlechter auf Usedom zum Beispiel und an anderen Orten. Wirklich überraschend, die Natur hier ist toll. Wenn ich aber am Ende so eine Bilanz mache, ja, also dieser südliche Teil ist auch sehr, sehr schön, aber mein Lieblingsteil des Oder-Neiße Radwegs bleibt zwischen, sagen wir, Hohensaaten bis Uckermünde. Ja, sagen wir, oder sogar von Schwedt, also in der Nähe von Schwedt und dann bis Uckermünde fand ich am schönsten. Der Teil, den man auslassen kann, meiner Meinung nach, ist zwischen Hohenwutzen und Guben. Also dort ist der Weg ein bisschen, also sehr, sehr langweilig, hat mir nicht gefallen. Schön zu fahren einmal einfach so, aber also nicht, muss man nicht. So, jetzt sind wir an der Quelle und wir müssen jetzt nach Deutschland zurückfahren. Wir schauen mal, wie wir nach Deutschland fahren, aber echt toll hier. Freust du dich? Ja, und schöne Fahrradtour noch zurück nach Deutschland. Ja. Nicht filmen. Und jetzt also, nice Quelle, 100-mal schöner als zum Beispiel die Dame-Quelle, wo kein Wasser zu sehen ist. Hier also ist wirklich gut gemacht.
ich spreche kein Tschechisch. Das ist der erste Radweg, den ich komplett gefahren bin. Mir fehlt nur ein kleines Stück zwischen Guggen und Forst. Und jetzt müssen wir zum Bahnhof. Scheiße. Until winter comes, it really makes me wonder.